Next speaker is Andreas Hacker. Ja, ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier vortragen zu dürfen und möchte Ihnen bei dieser Gelegenheit auch so ein bisschen die Sicht der deutschen Genossenschaften im Besonderen und des deutschen Mittelstandes im Allgemeinen wiedergeben. Der DGAV vertritt 20 Millionen Mitglieder und in der Finanzorganisation sind auch organisiert mehr als 1000 kleine Volks- und Raiffeisenbanken. Die meisten sind keine IFS-Anwender, lehnen aber die IFS-Anwendung ausdrücklich ab. Insofern habe ich auch so ein bisschen eine andere Sicht auf die IFS-Angelegenheiten als zum Beispiel der deutsche Standardsetter und wundere mich auch nicht, dass beim IFS 9 der Heilige Gral nicht gefunden wurde, weil ich nämlich bestimmte Vorbehalte gegen diesen Standard Ihnen jetzt vorstellen will. Also zunächst IFS 9, da stimmen sich ja alle überein, ist ein wichtiger Standard der Finanzindustrie und ist wichtig für die Stabilität des Finanzsystems. Alle sind davon betroffen. Wenn man sich überlegt, wo die Probleme der Rechnungslegung liegen können, zum Beispiel steuert der IFRS-Gewinn das Risikoverhalten von Anlegern und von Managern. Das heißt, hier liegt eine wirkliche Gefahr und das größte Problem sehe ich darin in der Marktwertbilanzierung. Das ist letztendlich das Hauptproblem des IFRS 9. Hier gab es meines Erachtens keine Verbesserung gegenüber IAS 39. Letztendlich verleitet der Fair Value aus bestimmten Gründen zur Kurzsichtigkeit und die langfristige Stabilität des Finanzsystems wird dadurch untergraben. Insofern wundert es mich auch nicht, wenn irgendwelche Versicherungsfonds hier Vorbehalte gegen haben. Also IFRS 9 soll IAS 39 vollständig ersetzen. Man muss sich einfach fragen, welche Verbesserungen ging es? Welche Verbesserungen geht es? Da geht es, wie wirkt er auf die Risikobereitschaft im Finanzsektor, auf die Prozyklizität und ist er denn überhaupt praktisch umsetzbar? Es gibt zwei Hauptbereiche. Das eine ist die Fair Value Bilanzierung. Das andere ist das Wertminderungsmodell bei Anschaffungskosten. Ich werde mich jetzt erstmal auf das erste beschränken. Der Fair Value ist nicht immer ein Marktpreis, sondern sehr oft modelltheoretisch ermittelt. Das heißt, im Zweifel ist es eine reine Modellrechnung und hat nichts mit der ablesbaren Realität an den Märkten zu tun. Aber selbst wenn, Rechnungslegung war traditionell immer zur Information der Märkte und nun nehmen wir Informationen von den Märkten und informieren die Märkte, indem wir diese Informationen in die Bilanz schreiben, mit dieser Marktinformation. Das ist bestenfalls je nach Effektivität, Effizienz der Märkte nutzlos, schlimmstenfalls prozyklisch und krisenverstärkend. Das Problem ist, immer wenn es aufwärts geht an den Märkten, die Fair Values liefern höhere Werte in den Bilanzen als zum Beispiel die traditionelle Anschaffungskostenbilanzierung. Das heißt, das Abschreibungspotenzial ist höher, es werden Gewinne realisiert und dadurch wird wieder Anreiz gesetzt, diese Werte in die Höhe zu treiben. Dass IFRS 9 in diesem Punkt keinerlei Verbesserung gebracht hat, überrascht nicht, weil letztendlich muss man sich mal überlegen, was steckt dahinter. Die Rechnungslegung wurde quasi vom Gesetzgeber an ein privates Expertengremium ausgesourced. Das heißt, sie wurde internationalisiert, das klingt ja immer gut, aber es ist auch ein Monopol entstanden und die Rechnungslegung wurde zentralisiert. Das heißt, mit so etwas wie einer Marktlösung oder einem Marktgleichgewicht, wie ich in einem Forschungspapier, was für diese Sitzung angefertigt wurde, gelesen habe, hat das Ganze wenig zu tun. Die Anreize und Zusammensetzung des IASB haben auch nichts anderes erwarten lassen, als das, was beim IFRS 9 rauskommt. Es wird gewisser Nutzen für die Aufsicht in IFRS 9 gesehen. Das wurde ja angedeutet. Die Aufsicht bräuchte eine einheitliche Basis, wie es heißt. Da muss man sich klar sein, Konvergenz alleine und weltweite Anwendung bringen keine Verbesserung. Weil wenn die Regelung schlecht ist, bringt die Rechnungslegung letztendlich ein systematisches Risiko für das Finanzsystem, weil alle dasselbe machen und alle falsch bilanzieren. Was bringt es, wenn alle prozyklisch bilanzieren?
Auf gar keinen Fall sollte vor diesem Hintergrund die IFRS-Anwendung ausgeweitet werden. Dem ISB fehlt es an demokratischer Kontrolle letztendlich. Die Einzelregelungen werden von Experten ohne irgendeinen Bezug zu gewählten Volksvertretern erarbeitet und letztendlich wird diesen ein Gesamtpaket präsentiert. Das heißt, letztendlich soll die EU sagen, wir nehmen das Gesamtpaket an oder wir nehmen es nicht an. Das muss aber eigentlich nicht so sein, weil im Grunde genommen könnte man einen Standard auch ablehnen oder zumindest Teile davon von der EU-Anwendung aufnehmen. Die rechtliche Basis dafür ist letztendlich in der IAS-Verordnung gegeben, weil man argumentieren kann, dass Discounted Cashflow-Modelle zu nicht zuverlässigen Fair Values führen und insofern die Anforderungen des True and Fair Views und der Verlässlichkeit in der EU-Verordnung verletzt sind. Vielen Dank. Thank you very much.